Ja, herzlich willkommen auf meiner Internetseite lara-e.com. Mein Name ist Georg Grondaler, ich bin staatlich geprüfter Berg- und Skiführer und ich beschäftige mich schon seit weit über 20 Jahren überwiegend hauptberuflich mit dem Thema Schnee und Lawinen. Die Zentralfrage bezüglich der Lawinengefahr ist für jeden Einzelnen, der sich abseits von gesicherten Pisten bewegt, wohl die eine, nämlich: Kann ich den Hang betreten oder befahren, ohne dass ich eine Schneebrettlawine auslöse? 1996 entwickelte ich die systematische Schneedeckendiagnose, also kurz SSD, die ich seitdem europaweit bei zahlreichen alpinen Verbänden und Lawinenwarndiensten unterrichtet habe. Im nachfolgenden Beitrag stelle ich diese systematische Schneedeckendiagnose kurz vor, mit deren Hilfe man in der Lage ist, mit einer hohen Zuverlässigkeit eine Gefahrensituation zu erkennen und zu bewerten. Ich möchte aber vorausschicken, dass es für deren Nutzung zwingend einer theoretischen und praktischen Ausbildung bedarf. Die SSD kann kein Wissen, keine Ausbildung oder Erfahrung ersetzen, sondern es ist eine wichtige Ergänzung am Einzelhang, die in alle herkömmlichen Strategien eingebaut werden kann. Ich wünsche Ihnen viel Spaß im folgenden Beitrag. Ja, wir sind heute im Skigebiet Hochfügen. Wir haben Gefahrenstufe 3. Ostseitige Hänge sind betroffen. Problem ist Altschnee. Und wir wollen hier diese Variantenabfahrt hinunterfahren. Das ist so ein Hang. So über 35 Grad steil. Jetzt ist die Frage, dürfen wir in den Hang hineinfahren oder nicht? Und das versuchen wir uns jetzt zu erarbeiten. Wir nehmen die systematische Schneedeckendiagnose her und versuchen uns zu erklären, ob der Hang befahrbar ist oder nicht. Ich habe 1996 die systematische Schneedeckendiagnose entwickelt, die 1998 dann in die Bayerische Lawinenkommissionsausbildung eingeführt wurde. Die systematische Schneedeckendiagnose besteht aus mehreren Tools. Zwei stelle ich vor. Das ist einmal der kleine Blocktest und das zweite ist, wie man den interpretiert, also wie man lernt, bei welcher Zusatzbelastung dieser Hang ausgelöst werden kann. Ja, mit diesem Blocktest versuchen wir, Schwachschichten zu finden und zu analysieren, was es braucht, dass man so eine Schwachschicht stören kann. Der kleine Blocktest hat Ausmaße von ca. 30x30 bis 40x40 cm. Bei weicher Schnee liegt er dann eher bei 30x30 cm, bei härterem Schnee liegt er eher dann bei 40x40 cm. Größer soll er nicht sein, weil man ihn sonst nicht mehr klopfen kann. Das heißt, dass der Schnee einfach dann zu schwer ist zum Schlagen. Jetzt versuchen wir eben zu testen, ob Schwachschichten vorhanden sind. Dazu gehen wir folgendermaßen vor. Wir klopfen in drei Schlaghärten. Einmal beginnen wir mit leichten Knopfen. Das zweite Mal erhöhen wir auf mäßiges Klopfen, wenn kein Bruch entstanden ist. Und wenn auch hier kein Bruch entstanden ist, erhöhen wir auf starkes Klopfen. Wir belasten den Block von oben nach unten. Und dann schauen wir mal, was passiert. Also fangen wir mal von oben an. Leichtes Klopfen. Wenn nichts passiert. Jetzt hören wir auf mäßiges Klopfen. Ah, jetzt ist schon was passiert. Jetzt hat schon mal gekracht. Schauen wir. Aha. Hier haben wir jetzt beim mäßigen Klopfen einen Bruch erzeugen können. Somit wissen wir, dass eine Schwachschicht vorhanden ist. Aber jetzt geht es ja darum festzustellen, ob das jetzt eine gefährliche Schwachschicht ist oder ob das für uns trotzdem, dass wir Gefahrenstufe 3 haben, ob das nicht vielleicht hier kein Problem ist, reinzufahren. Zur Bewertung haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Einmal die vereinfachte Schneedeckendiagnose und im zweiten Schritt dann das sogenannte Profigerät, die systematische Schneedeckendiagnose. Die vereinfachte Schneedeckendiagnose, das ist ein Instrument, das auch ein Anfänger sehr einfach lernen kann und mit dem man sehr schnell erkennt, ob das eine kritische Situation ist oder nicht. Bei der vereinfachten Schneedeckendiagnose gibt es Eigenschaften,
die jede für sich eine Zuordnung zu einer stabilen bzw. instabilen Schneedecke zulässt. Instabil zum Beispiel bedeutet, wenn beim leichten Klopfen ein glatter Bruch entsteht, das wäre dann instabil. Dann für günstig, also dass man sich schwer tut, eine Stehbrettlawine auszulösen, wäre zum Beispiel ein gestufter Bruch oder es wäre starkes Klopfen. Und wenn man die gemeinsame Kombination hat, eben starkes Klopfen und gestufter Bruch, dann ist eigentlich eine Lawinenauslösung schon unwahrscheinlich. Und die beste Form wäre, wenn man gar keine Schwachschicht vorhanden hätte, dann könnte gar kein Schneebrett ausgelöst werden. Nun, was haben wir hier? Wir haben hier beim mäßigen Klopfen haben wir einen gestuften Bruch, einen eindeutig gestuften Bruch gefunden. Und das würde von der Definition her schon mal bedeuten, wir brauchen nicht mit der Selbstauslösung zu rechnen von einer Lawine. Wir rechnen nicht, dass der einzelne Skifahrer eine Lawine auslösen kann, eine Schneebrettlawine auslösen kann. Und gestufter Bruch bedeutet eben hier, ja, allenfalls bei großer Zusatzbelastung kann man jetzt hier ein Schneebrett auslösen. Also wir haben jetzt mit der vereinfachten Schneedecke-Diagnose herausgefunden, dass aufgrund des gestuften Bruchs allenfalls mit großer Zusatzbelastung eine Schneebrettlawine auszulösen ist. Das muss man natürlich dann noch einmal überprüfen, ob das tatsächlich so ist. Ein Test ist hier zu wenig. Aber wir machen jetzt den zweiten Schritt. Wir bewerten das jetzt, diesen Block, mit der systematischen Schneedeckendiagnose. Bei der systematischen Schneedeckendiagnose arbeiten wir mit 4 Eigenschaften. Die erste Eigenschaft ist dieselbe wie bei der vereinfachten Schneedeckendiagnose, wenn beim leichten Klopfen ein glatter Bruch entsteht. Die zweite negative Eigenschaft wäre, wenn die überlagernde Schicht weich ist. Die dritte Eigenschaft ist, wenn eine Schwachschicht dünn ist und große Kristalle aufweist. Und die letzte Eigenschaft ist, wenn sich die Schwachschicht innerhalb von einem Meter befindet. Diese 4 Eigenschaften bedeuten, wenn diese 4 aufeinander auftreffen oder zusammen anzutreffen sind, dann kann man mit einer fast 100%igen Wahrscheinlichkeit sagen, dass eine Lawine durch einen Skifahrer oder von selbst ausgelöst wird. Also wir bewerten das jetzt mit der systematischen Schneedeckendiagnose. Als Eselsbrücke können wir uns das Wort LWD1 merken. Das heißt Lawinenwarndienst 1 und das ist sinnbildlich für die Eigenschaften. L bedeutet leicht, also bricht leicht glatter Bruch. W bedeutet überlagende Schicht ist weich. D bedeutet dünne Schwachschicht, große Kristalle und das 1 bedeutet innerhalb von einem Meter. Mit dieser Eselsbrücke kann man sich sehr gut diese Eigenschaften merken. Wir bewerten das jetzt. Bricht leicht, glatter Bruch, ja oder nein? Nein, denn wir haben mäßiges Klopfen gehabt und wir haben einen gestuften Bruch. Die überlagende Schicht ist weich, schauen wir mal. Hier, das wäre weich, aber die oberste Schicht ist hart, die ist mit Skiern tragfähig, somit ist dies eine günstige Eigenschaft. Die nächste Eigenschaft, Schwachschicht, ist dünn, große Kristalle. Schauen wir mal, die sind hier jetzt mit dem freien Auge sehr schlecht zu erkennen, sind kleine Kristalle unter einem Millimeter. Und als letzte Eigenschaft, innerhalb von einem Meter, ja, das wäre jetzt zum Beispiel negativ. Jetzt haben wir, wenn man das genau betrachtet, haben wir nur eine Eigenschaft, die negativ ist, und zwar innerhalb von einem Meter. Ansonsten haben wir beim mäßigen Klopfen einen gestuften Bruch gehabt. Wir haben harte Schicht über der Schwachschicht. Wir haben zwar dünne Schwachschicht, aber kleine Kristalle und innerhalb von einem Meter. Was bedeuten jetzt hier diese Eigenschaften? Gestufter Bruch, mäßiges Klopfen. Die Schlaghärte beim kleinen Blocktest sagt etwas über die Bruchinitiierung, also dass ein Bruch vor Ort entstehen kann. Und die Bruchfläche sagt etwas über die Bruchfortsetzung. Jetzt haben wir mäßiges Klopfen gehabt. Das bedeutet schon einmal, dass die Schichten gut zusammenhalten müssen. Also ist es sehr schwierig, schon einen Initialbruch zu erzeugen.
Als nächstes hatten wir den gestuften Bruch. Das bedeutet, dass sich ein Bruch nicht ausbreiten kann oder nur schwer ausbreiten kann. Der Bruch bleibt hier sozusagen stehen. Ja? Also das ist schon mal günstig für uns. Die überlagende Schicht hart bedeutet jetzt, dass die Belastung des Skifahrers nur wenig in die Tiefe geht, dafür überwiegend in die Breite. Das heißt, diese Schicht dort unten ist durch diese Schicht hier geschützt und dass man von Haus aus schon keinen Bruch erzeugen kann, bei geringer Zusatzbelastung. Vielleicht, wenn man einen Sturz macht oder wenn man zu Fuß geht, dass man ihm eventuell einbricht, dann könnte man diese Schicht noch stören. Die Schwachschicht dünn und kleine Kristalle. Kleine Kristalle, das heißt, man hat sehr viele Berührungspunkte. Es gibt nur wenig Möglichkeit, dass eine Schicht kollabieren kann. Also ist das auch günstig. Und nur das Einzige innerhalb von einem Meter. Hier könnte man eben noch sagen, von der Tiefe der Schwachschicht her könnte man ein Schneebrett auslösen. Aber insgesamt haben wir überwiegend günstige Verhältnisse. Das würde jetzt bedeuten von der Einschätzung, keine Selbstauslösung, keine geringe Zusatzbelastung. Ich sage auch, dass bei großer Zusatzbelastung auch nichts ausgelöst werden kann, sondern ich gehe davon aus, dass hier dieser Hang aufgrund von diesem Test hier nicht auszulösen ist, also dass eine Lawinenauslösung unwahrscheinlich ist. Aber das müssen wir natürlich jetzt noch einmal überprüfen. Die Interpretation des kleinen Blocktests kann jeder erlernen. Da braucht man kein Experte sein. Das ist einfach zu erlernen, aber es ist zwingend notwendig, eine Ausbildung zu machen. Wenn man so eine Ausbildung gemacht hat, dann kommt der nächste Schritt, dass man halt immer wieder den Block anwendet und testet. Und vor allem für den Anfänger empfehle ich immer, dass er testet, dann kann er das lernen und bekommt die nötige Erfahrung, um eben auch hier so einen Hang einzuschätzen. Eine Gefahr zu erkennen, wenn es gefährlich ist, das ist auch hier ganz einfach. Denn wenn man einen glatten Bruch beim Ausstechen hat, dann kann auch der Anfänger sofort erkennen, da brauche ich jetzt gar nicht hineinfahren oder nicht über 30 Grad fahren, da verzichte ich lieber auf diesen Hangbereich. Ja, ihr habt es gesehen. So eine Einzelhandbeurteilung ist von jedem zu erlernen, vom Anfänger, aber auch vom Profi. Ich würde mich freuen, wenn ich mal den einen oder anderen auf so einer Vorbildung kennenlernen darf, denn das eine ist auch klar, ohne Vorbildung ist es nicht möglich, so einen Einzelhang zu bewerten. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß im freien Gelände und vor allem keine Lawinen. Macht es gut! Ja, ich hoffe, dass Sie jetzt Lust bekommen haben, sich vielleicht doch etwas mehr mit dem Thema Schnee und Lawinen auseinanderzusetzen, dass Sie vielleicht eine Ausbildung machen möchten bei jemandem, der die systematische Schneedeckendiagnose beherrscht. Sie können diese Ausbildung aber auch bei mir durchführen. Vielleicht möchten Sie auch die LARA-App verwenden, um die Beurteilung eines Testblocks systematisch durchzuführen. Anschließend können Sie dieses Ergebnis dann auch ins Internet stellen, damit auch andere Personen von Ihren Testergebnissen profitieren und zusätzliche lokale Informationen über die derzeitige Gefahrenlage erhalten. Mit der LARA-App haben Sie außerdem noch die Möglichkeit, eine lokale Gefahrenstufe zu erstellen. Das ist allerdings aber eher für den Bergführer oder sonstige gut ausgebildete Personen gedacht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und vor allem keine Lawinen.